Um Popcorn ging es am Quadex-Stand auf der Retro-Klassik Bavaria vom 9. bis 11. Dezember 2016 in Nürnberg zwar vordergründig, in Wirklichkeit aber doch eher am Rande. Epizentrum auf der Messe für klassische Automobile stand schließlich vielmehr die Präsentation des Vintage-Buggys, der von den Formen her wie ein Urbuggy aus den 70er Jahren auftritt. Unter dem kultigen Quant verbirgt sich freilich moderne Technik. Im Heck werkt ein Vierzylinder-Triebwerk von Chery mit 1100 Kubik, ein Vierventiler mit zwei obenliegenden Nockenwellen, der sich im Automobilbau bereits millionenfach bewährt hat. Seinen Vintage-Buggy bietet Quadix in Rot mit weißer Ausstattung und in Grau mit hellbrauner Ausstattung an. Eine Automatik ist ebenso verfügbar wie eine manuelle Gangschaltung. Neben einer kräftigen Musikanlage gibt's serienmäßig, selbstverständlich beim Buggy, verchromte Froschaugen. Das Ganze bietet Quadix stilecht als Bud Spencer Edition. Jörg Braun von Quadix, ihr habt mit dem Vintage Buggy ein neues Fahrzeug präsentiert. Was habt ihr denn damit vor und was hat das Ganze mit Bud Spencer zu tun? Also vor haben wir damit, dass wir jetzt quasi ein Retro-Design im aktuellen technischen Gewand präsentieren. Das heißt Technik neu, Gewand alt, überhaupt in dieser Retro-Schiene, deswegen auch die Präsentation auf der Retro-Klassik, die Deutschland-Premiere. Mit Bud Spencer hat so viel zu tun, dass wir jetzt die offiziellen Rechte haben, den Buggy in einem gewissen Design, rot mit weißer Innenausstattung und gelben Häubchen, mehr oder weniger als offizielle Bud Spencer Edition verkaufen zu dürfen, in einer limitierten Edition von 100 Stück vorab. Kostenpunkt: Seinen Vintage-Buggy bietet Quadix aktuell ab rund 17.000 Euro an.